heute. Nach einer kleinen Pause von mir geht's weiter heute mit Grid und den Midnight Runners. Time Attack, 2 Runden. Auf geht's. Ich war jetzt mal durch mit der Stufe. Mit der Season 2. Dann haben wir die letzte Season, dann sind wir mal durch auch mit Grid. Aber jetzt erstmal noch ein bisschen hier los. So, wir fangen an mit Red Bull Ring South Circuit. 2,34 Kilometer, wie gesagt, 2 Runden. Time Attack heißt eigentlich nur die schnellste Rennrunde fahren. Hoffen wir mal, dass wir es hinbekommen. Und ich muss heute ein bisschen was leiser sprechen, weil meine Freundin noch schläft. Hallo Österreich, ja. Willkommen zu einer Nacht, einer Rennstrecke für ein ganz besonderes Rennen. Kristen, erzähl uns doch etwas mehr darüber. In dieser Serie trete ich am liebsten an, Alex. Jeder Wagen ist perfekt eingestellt und hat verbesserte Aerodynamik für maximalen Abtrieb. Diese Wagen liegen perfekt auf der Straße. Danke, Kristen. Wir melden uns gleich zurück mit dem Start. Was wird das für ein Rennen werden? Ja, meine Freundin schläft momentan noch und ich muss uns leider sprechen. Ich habe mich letzten Tag ein bisschen aufgeregt schon. Gerade weil wir 6 Runden sind. Und das wird, okay. Ich habe mich die erste Runde schon gestrichen, wenn wir ein bisschen mehr rausgekommen sind. Ja, das ist es halt. Man kann eine freie Runde erwischen, ne? Dann hat sich das dann quasi erledigt. Das war noch ein bisschen härter, damit ich mal eine Chance habe, vorbeizugehen. Jetzt reicht aber vorne mit Runde 2 übergehen können. Wir ja, die Strecke geht halt nur gut. Ich weiß nicht, wie lange die Runde ist. Sekunden vielleicht, 45 Sekunden. Jawohl. Ja, jetzt gehe ich mal an den Kollegen da ran. Und wenn ich den schon mal habe. Wir sind jetzt in Runde 4 mittlerweile. Zwei Jungs da vorne, die müssen wir bekämpfen. Und ich bin nochmal eine schnelle Runde. Und da ist schon der Teamkollege. Kann ich nicht einfach angreifen gehen. Kann ich ihm nicht durchmischen. Da war ich schon vorbei, aber die Runde ist wieder gestrichen. Wir werden in die vorletzte Runde. Moment. 44,3. Thank you.
Das war jetzt keine Absicht, sorry. Ich wollte eigentlich innen vorbei. Eigentlich wollte ich innen vorbeigehen. Da bin ich ein bisschen zu schnell gewesen. So, okay. Okay, dann gehen wir jetzt rein. Fünfter geworden sogar noch. So. Gut, dann gehen wir mal rein in das. Ich muss kurz mit nebenbei was erklären. Deswegen. Okutama ist das nächste Rennen. Okay, das ist ja die Kurzstrecke. Ja, es ist nur diese Außenrumstrecke. Gut, dann gehen wir jetzt rein in das letzte Rennen für heute. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon, wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich sag's dir gleich unter vier Augen. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. Na dann, auf geht's. Der Regen macht natürlich alles andere als einfacher. So schön aus, vorbei gerutscht doch irgendwie. Ja, da ist der die Tilia zur Runde. Hab ich auf die andere Seite gekommen? Ja, der will aber nicht, dass... Der macht mich gerade ein bisschen irre da vorne, der Typ. Komm mal. Ja, wir haben die Runde schon gestrichen bekommen. Und das wird wahrscheinlich von der Zeit her schneller gehen als das letzte. Momentan führen wir noch 39,7. Ja, genau. Du schubst mich. Du schubst dich schon. Du schubst dich von der Strecke und dann ist es okay, oder was? Und ich krieg die Runde gestrichen dafür.
beide gecasht. Na, leider nicht ganz verpasst. Sind wir wieder auf 4 momentan. Erste Runde war noch 5 da. Ich denke nicht, dass es für die vorderen Mitte reicht. Oh, der fährt ohne Reifen da hinten. Der hat wohl einen heftigen Kontakt getroffen. Einen heftigen Kontakt bekommen. Und wir gehen jetzt in die unsere allerletzte Runde. Oh, da gibt es einen Unfall und es ist verdammt. Alles bei der Teamkollege. Ja, aber hier im Zweck mit den Kollegen vor mir. So, nee. Wir sind durch. Sagen, da fehlt ja das Konfetti, aber wir sind durch. 39,7, das war, glaube ich, war die erste Runde, die wir gefahren sind. Oder unsere erste gezeitete Runde. Platz 4 ist er dann immer irgendwo, ne? Na, knapp. 4,78, 5,78, 6,78. Die ersten 5. Na gut. Wir sind jedenfalls durch für heute. Vielleicht hat er noch gereicht für den Platz vorne. Zumindest unter die ersten 3. Wir sind jetzt an Bronze 13. Ja, es könnte reichen sogar. Ich glaube, da steht auf 3. Ja, auf 2 sogar. Doppelsieg, ja. Dann hat das tatsächlich doch so gerade funktioniert. Okay, wunderbar. Dann sind wir durch für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit den Twink Day Masters.